Mein Name ist Janina Wirz, ich bin 20 und komme von Baden. Meine ersten Juniorinnen-Erfahrungen und auch Erstliga-Erfahrungen durfte ich beim VBC Kantibaden sammeln, bevor ich dann vor 3 Jahren zu Volley Schöniwirt gewechselt habe. Ich bin erst seit der Saison 2021 mit BTV Aarau in der Nazi B und hauptsächlich im NNV. Ich bin Magdalena Kneubühler, ich bin 16 und ich komme von Aebiken bei Luzern. Ich habe angefangen beim VBC Aebiken und spiele seit dieser Saison auch bei Volley Region Entlebuch. Ich bin im NNV seit dem Februar 2021. Ich bin Talina Stäuble, bin 15 und komme aus Gipfoberfrick. Seit letztem Sommer spiele ich im NNV Aarau und habe vorher schon beim TSV Frick, Smash 05 und bereits ein Jahr beim BTV Aarau gespielt. Also ich war an der Pistensichtung in Schönewert im September. Und dort hat mich dann der Harry gesehen und etwa eine Woche darauf hat mich der Timo kontaktiert. Und ich habe dann mit ihm ein Telefongespräch geführt. Und ich habe dann im Herbst hier zum NNV schauen. Leider ist es nicht zu Probetrainings gekommen, weil ich verletzt war. Aber ja, ich hatte dann ein sehr aufschliessbares Gespräch mit dem Harry. Und dort hat sich dann herausgestellt, dass ich die Chance bekomme, hier im NNV zu spielen. Und jetzt ist es dazu gekommen, dass ich jetzt im Februar hier reingewechselt bin. Also am Anfang ist es schon eine eher grosse Umstellung, aber jetzt geht es eigentlich mit der Zeit, weil man gewöhnt sich halt daran und auch mit den Trainings ist man eigentlich immer beschäftigt und am Wochenende kann man ja immer noch heimgehen und man hat eigentlich genug Zeit auch mit der Familie unter der Woche noch in Kontakt zu stehen und darum geht das eigentlich sehr gut. Also ich habe mich sehr gut eingelebt, weil der Teamzusammenhalt ist mega gut. Also vor, nach und auch während dem Training haben wir es alle sehr gut zusammen. Und auch in der Klasse ist es, bin ich sehr gut aufgenommen worden und darum ja, ist es sehr gut da. Wir absolvieren an jedem Tag ein Balltraining und zusätzlich am Dienstag und Donnerstag noch jedes Krafttraining. Das macht 5 Balltrainings in der Woche und 2 Krafttrainings. Und in der Ferien trainieren wir nach einem speziellen Trainingsplan. Das sind dann etwa 2 Balltrainings an einem Tag. Der Stundenplan ist unserem Trainingsplan angepasst und die Trainingshallen sind nicht weit von der Schule entfernt. Das kommt mir sehr gut. Und dadurch kann ich den ganzen Tag dann in Aarau bleiben und am Abend oder am späteren Nachmittag nach dem letzten Training heimgehen und habe am Abend noch genug Zeit zum Lehren und für die Erholung. Also meine Motivation war von Anfang an sehr hoch, weil ich jetzt ja neu in das Team gekommen bin. Und ich hatte halt mega Lust, jetzt hier meine Chance zu ergreifen und mein Bestes zu geben. Und darum hatte ich eigentlich von Anfang an schon sehr eine hohe Motivation. Und natürlich sind wir alle sehr froh, wenn wir weiter trainieren. Und gerade auch in Verbindung mit meiner Verletzung im Herbst bin ich sehr froh, dass ich jetzt so viel trainieren kann vor allem. Und darum bin ich jetzt sehr glücklich, dass ich hier trainieren kann die ganze Zeit. Ja. Also ich bin sowieso sehr dankbar, dass wir das Privileg hatten, dass wir weiterhin trainieren dürfen. Ich finde das nicht selbstverständlich, dass wir so anerkannt worden sind. Und von dem her für uns jungen Spielerinnen ist eigentlich jeder Touch wichtig, den du hast. Darum habe ich das wirklich genossen, können wirklich immer weiter trainieren. Zudem ist auch cool, dass wir im Team intern immer wieder so ein bisschen Challenges gemacht haben, auch so Spieltrainings, wo du gegeneinander spielst, dass du einfach das Gefühl von der Competition einfach nicht verlierst. Und dass du nächstes Jahr nachher wieder ready bist, wenn das Match anfängt. Und für das arbeiten wir eigentlich jeden Tag wirklich hart für das Ziel, dann oben mitspielen in der Meisterschaft. Für mich ist es nicht schwierig, die Motivation hoch zu behalten, weil wir sind alle sehr motiviert und pushen uns gegenseitig, auch im Krafttraining. Und ich bin einfach froh, dass wir ohne weitere Einschränkungen, wie zum Beispiel Maskenpflicht, trainieren können. Aber die Match am Wochenende fehlen mir gleich ein bisschen.
Also der Kontakt ist ja sowieso damals eigentlich entstanden, weil wir in Macklingen an dem Trainerkurs gsi sind mit unserem Team vom NNV. Dort war auch Aida, der Headcoach von Genf, und sie ist dann auf Timo zugegangen und hat aufgrund von diversen Ausfällen und Verletzungen auf der Mitteposition von Genf mich kontaktiert und mich gefragt, ob ich Lust hätte, mit ihnen die Saison fertig zu spielen. Und ich habe dort keine Sekunde gezögert und gesagt, trotz der Koordination mit Schule und dem Sport, und Genf ist nicht gerade um die Ecke, haben wir das super können koordinieren mit der Schule, mit dem Trainer. Es war eine super Erfahrung für mich. Von Tag 1 an bin ich mit offenen Armen empfangen worden. Und sie haben mir nie das Gefühl gegeben, dass ich wie schlechter wäre, sondern sie haben mich umso mehr gepusht. Und der Team Spirit ist wirklich, da kann man sich nur eine Scheibe abschneiden. Das war eine ganz coole Erfahrung. Also ich beende jetzt im Sommer sicher mal zuerst meine Matura. Und nachher ist das Ziel, den Schritt komplett in die Nazi A zu machen. Ich habe auch das Privileg, dass mir mehrere Optionen offen stehen, und jetzt geht es darum, konkreten Weg eigentlich einzuspuren. Und für das bin ich bereit und werde auch hart dafür arbeiten. Jetzt eigentlich geht es wirklich darum, wie tue ich das logistisch und auch mit dem Studium noch vereinbaren. Aber ich bin da sehr motiviert und werde einfach Vollgas geben, um meinen Traum ein Stückchen näher zu kommen. Ich glaube, so eine Karriere ist grundsätzlich sehr sinnvoll und etwas Gutes, das jede junge Athletin machen sollte. Und ich bin wirklich sehr dankbar, dass mir da der Timo und der Harry zu der Seite stehen und mich da mit Rat und eben quasi Rat und Tat zur Seite stehen und mir auch wirklich helfen können, so ein Angebot einzuschätzen, zu bewerten und dann darüber zu urteilen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und das ist jetzt genau in der Phase, in der ich jetzt bin, mit der Entscheidungstreffung, sehr, sehr wichtig für mich, und da kann ich immer auf sie zurückgreifen. Also mein Mindestziel wäre sicher, in der Nazi A in der Schweiz zu spielen und dort sicher auch Stamm zu spielen. Und ich habe das Gefühl, also das ist sicher eine gute Grundlage, dann für dann mal im Ausland auch etwas aufzubauen können. Und ja, also der Weg nach oben, also dort hat es eigentlich kein Limit. Aber ja, ich glaube, es ist wirklich sehr wichtig, zuerst mal hier in der Schweiz so ein bisschen die Füße zu fassen und dass man dann nachher kann, so ein bisschen den Sprung ins Ausland schaffen, ja. Ja, ich hoffe, dass ich zuerst in der NLA in der Schweiz noch anspielen kann oder Stammspielerin werden kann. Aber ich hoffe, dass es nach diesen 5 Jahren NNV und auch Sportkante gleich vielleicht für eine ausländische Liga reicht, wie zum Beispiel die Bundesliga in Deutschland. Also für mich steht der Schritt in der NLA gerade kurz davor. Und mein Ziel ist es jetzt, kurz- und mittelfristig sicher Fuß zu fassen in der NLA, mich dort durchzusetzen als Stammspielerin. Und ob der Weg mich dann noch weiterführt, das sehe ich dann. Das lasse ich mir offen und lasse auf mich zukommen. Nichtsdestotrotz ist mein Hauptziel auch neben dem Sport, trotz dem vielen Pensum, einfach gesund zu bleiben, keine Verletzungen zu haben und den Spass nicht zu verlieren. Und vor allem bleibe ich immer am Ball. Danke vielmals, merci.